Heute mache ich mal ein Video, worauf ich mich schon ziemlich lange gefreut habe, und zwar mein Ausrüstungsvideo. Nachdem ich da mit 4000 Kilometern mit meinem Fahrrad durch die Gegend gefahren bin, habe ich ja einen großen Erfahrungsschatz, was man alles so mitnehmen sollte, was überflüssig ist und auf was man auf jeden Fall nicht verzichten darf. Und genau das werde ich jetzt mal machen. Ich gehe das mal nacheinander durch. Und zum Teil mache ich noch ein paar einzelne Review-Videos von verschiedenen Sachen. Wenn die fertig sind, dann wird da oben so ein i in der Ecke erscheinen. Dann könnt ihr da draufklicken und könnt euch das näher angucken. Ansonsten werdet ihr das Video auch in der Beschreibung nochmal finden, also die ausführlichen Videos, genauso wie Links zu den einzelnen Produkten. Und ja, wenn euch das Video dann gefallen hat, dann gerne unterschreiben. Oder ein Like geben, würde ich mich freuen, hilft mir weiter. Fangen wir mal da vorne an, ne? Also das Grüne da, das ist mein Zelt. Das ist das Waude Mark L2, also ein Zwei-Personen-Zelt. Relativ leicht mit unter 3 Kilo. Geht noch leichter. Es gibt noch das Mark 2 Ultra, das wiegt dann, glaube ich, noch ein Kilo weniger. Aber für meine, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, reicht das irgendwie völlig aus. Ich habe ja zusätzlich zu meinem Fahrrad, was da in der Ecke steht, ja auch diesen Trailer gehabt. Und der Trailer, der wurde mit dieser Tasche hier beladen. Das ist eine Ortlieb-Tasche mit fast 90 Litern. Und im Grunde genommen ist fast alles, was hier liegt, kommt in diese Ortlieb-Tasche rein. In diese große Ortlieb-Anhängertasche. Hier vorne sind noch zwei kleine Taschen, die ich so als Seitentaschen hatte. Aber da hatte ich tatsächlich fast kein Equipment drin. Da waren im Grunde genommen immer nur meine Lebensmittel. Und was noch? Auf der anderen Seite doch mein Regenzeug, wo ich schnell ran musste. Weil wenn die Tasche hinten erstmal einmal verstaut ist und es dann anfängt zu schütten, dann war mir das zu heiß. Hätte auch, ich weiß nicht, hätte vielleicht sogar auch noch in den Sack gepasst. Also der Sack war am Ende schon, war der schon knackig voll. Und genau, aber fangen wir mal weiter hier von oben links nach unten rechts, ne, so wie man hier bei uns schreibt. Mein Schlafsack, das ist ein Schlafsack, den ich mir beim Globetrotter gekauft habe vor ein paar Jahren. Aber die Firma gibt es gar nicht mehr. Das ist ein veganer Schlafsack. Das war mir damals sehr wichtig, weil das ist im Grunde genommen wenn man wirklich warmen Schlafsack haben will, ist es gar nicht so leicht, da was Veganes zu finden, was irgendwie einen halbwegs vernünftigen Formfaktor hat, weil nämlich die ganzen wirklich kleinen und super gut temperierten Schlafsäcke, das sind alles Daunenschlafsäcke. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile noch was Besseres gibt, aber ja, die Firma gibt es jedenfalls nicht mehr. Oder zumindest wird die nicht mehr bei Globetrotter produziert, über Globetrotter und naja. Aber würde ich jetzt beim nächsten Mal wahrscheinlich eher einen kleineren Schlafsack versuchen, mir noch zu organisieren. Der hat schon super viel Platz weggenommen. Der ist auch verhältnismäßig schwer. Und ja, das ist so viel Volumen mit sich rumzuschleppen, das macht nicht so richtig Sinn. Also, warm, warm war er, aber ansonsten, naja. So, darunter habe ich die Climate Isomatte. Und das ist eine aufblasbare Isomatte, mit der ich extrem zufrieden war. Also ich habe ganz viel Recherche vorher gemacht, was ich noch so mitnehmen kann. Also was ich so kaufen kann, um da drauf zu schlafen. Also Isomatte, die man aufbläst, die man nicht aufbläst, was so die Gefahren dabei sind. Und also ich bin mit der so zufrieden gewesen, das war wirklich unglaublich. Also es war obwohl ich immer mal wieder auf spitzen und dornigen Untergründen geschlafen habe, hat die nie aufgegeben, ist nie ein Loch reingekommen, obwohl da auch so ein Flickset dabei ist. Aber ja, also wirklich ein tolles Ding. Daneben, das ist so ein Thermosack, den man nochmal in den Schlafsack reinmachen kann, wenn es zu kalt ist. Und der gibt dann nochmal so plus 3 bis 5 Grad. Also die Hersteller sagen 5, wahrscheinlich sind es eher 3. Aber das macht schon den Unterschied, wenn es so richtig empfindlich kalt ist. Weiter geht's. Meine Schlafmaske, auf die ich nicht verzichten will, zusammen mit dem Ohrstöpsel, wo irgendwie der zweite verloren gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist.
Aber dadurch, dass ich relativ viel am Straßenrand geschlafen habe, also tatsächlich nicht weit weg von den Straßen, auf denen ich gefahren bin, wo dann auch zum Teil starker Verkehr war, war das halt ein totaler Segen, weil ich A, die Autos nicht gehört habe und B, ich auch von den Lichtern der Autos im Grunde genommen unabhängig schlafen konnte. Also wenn dann da so ein LKW in mein Zelt reingeleuchtet hat, als er da vorbeifuhr, dann hat mich das herzlich wenig interessiert, habe ich gar nicht gesehen, weil die Schlafmaske so gut war. So, dann so weiter zum Schlafen. Also im Zelt habe ich hier so ein Kopfkissen dabei gehabt. Das ist so eins, was man auch noch zu so einem Nackenkissen ummodeln kann. Mit so, ja, so Kugeln drin, so Kunststoffkugeln. Also das will ich auf jeden Fall auch nicht missen. Ein Schal, der immer mal wieder, vor allem auch beim Schlafen irgendwie, einfach mich schön warm gehalten hat. Dann natürlich das Kochset. Also das Kochset besteht aus einem großen Topf mit einem Deckel, den man als Bratpfanne benutzen kann. Hier eine Messbecher, den man aber auch als Becher zum Trinken benutzen kann. Ein Löffel, zwei Löffel sogar. Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich den zweiten dabei hatte. Ich glaube, ich habe den ersten hatte ich gekauft, dann ist mir eingefallen, dass ich noch so ein Löffel-Gabelset habe. Aber die Gabel ist leider auf dem Rückflug verlustig gegangen. Ich nämlich in meinem Handgepäck drin gehabt. Naja. Und da wollten sie mich dann nicht mit ins Flugzeug lassen. Hätte ich ja jemanden erstechen können mit der Gabel. So, ja, genau, das war mein Kochset. Dann hatte ich hier ist jetzt momentan noch Reis drin, aber das ist so von so einem Supplement, was ich wenn ich zu Hause bin, nehme. Die Verpackung, das ist einfach super stabil und da habe ich dann immer mein Müsli drin transportiert. Also ist schön trocken geblieben und das hat immer so für 2, 3 Tage gereicht, bis ich es nachfüllen musste. Und wenn man das Müsli halt im Supermarkt kauft, dann ist es ja nur in so einer blöden Tüte. Und wenn man die Enne aufmacht, ne, dann hat man das Müsli zum Schluss überall. Nur nicht da, wo man es haben will, und zwar in seinem Magen. Also habe ich es immer direkt umgefüllt und ja, das war auf jeden Fall super. Dann gibt es hier eine Trinkflasche. Da habe ich eine Metalltrinkflasche genommen. Weil ich dachte, das würde sich unglaublich praktisch machen, wenn man so viel unterwegs ist, dass man was wirklich Robustes dabei hat. Aber Metalltrinkflaschen sind scheiße. Also hier ist so ein Ventil drin. Also das Blöde ist ja, die zieht sich nicht zusammen, wenn man dran saugt. Und dadurch kannst du immer nur eine relativ kleine Menge haben, weil du im Grunde genommen da so ein Vakuum erzeugst, ziehst du so raus und dann musst du aufhören zu trinken und dann kann die Luft sich quasi nachziehen. Also, naja, also für Berlin eventuell kann man sowas noch, werde ich die noch weiter gebrauchen, aber für eine lange Reise, gerade wenn ich im Fahrrad immer mal wieder was trinken will, war das mega nervig. Also würde ich nicht nochmal eine metallene Flasche nehmen. Dann natürlich mein Personalausweis bzw. mein Reisepass, weil ich ja nach Marokko rübergefahren bin und da brauchte man den ja. Und ein Buch. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe von dem Buch so gut wie gar nichts gelesen. Ich hatte das irgendwie in Holland geschenkt bekommen von jemandem, wo ich Couchsurfen gemacht habe und hatte mich dann gefreut, endlich was zu lesen zu haben. Aber am Ende des Tages, wenn du dann da so im Zelt liegst und kannst dich nirgendwo anlehnen und das Licht wird schon schimmrig, also. Ich habe nicht gelesen. Ich hatte bewusst mein Kindle nicht mitgenommen, also mein E-Book-Reader. Wahrscheinlich würde ich das nächste Mal würde ich den wahrscheinlich tatsächlich mitnehmen. Es macht mehr Sinn, weil man dann damit im Dunkeln lesen kann. So, hier ist eine Thermofolie. Das ist quasi die Folie, die ich immer unter dem Zelt hatte. Und das ist eine Universalfolie, weil ich die Original-Wauda-Folie, also diesen Footprint irgendwie nicht mehr bekommen konnte. Der war irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar, als ich das Zelt bestellt habe. Und das ist hier quasi ein Universalteil, was von der Grundfläche her ein bisschen kleiner ist als das normale Zelt. Und genauso soll es halt sein, damit nicht irgendwie Regen auf die Plane läuft und dann dir das so unter das Wasser läuft. Und dadurch bleibt halt das Zelt schön sauber und dadurch, dass das hier noch isoliert ist, also mit so einem Metall ausgeschlagen ist, hält es einfach von unten noch mal extra, noch mal zusätzlich warm. Wobei meine Isomatte auch so einen Faktor 5 hat bei der Isolierung, also die auch einfach von unten super warm hält. Insofern wäre das gar nicht nötig gewesen, aber
Damit, also das war halt super billig, ist vielleicht ein Zehner oder so gekostet im Globetrotter, also das kann ich auf jeden Fall jederzeit empfehlen. Dann geht's weiter, wollen wir mal wieder hier unten einfach machen wir mal gleich weiter, das ist meine Mütze, die hatte ich abends meistens noch auf und auch tagsüber, wenn ich das Zelt auf- und abgebaut habe, damit ich mit meinen Haaren nicht in den Reißverschluss reinkomme und über Nacht hält es halt extra warm, ne? Dann ist es ein Universalkocher hier, der Primus Omnifuel, mit dem ich auch sehr zufrieden war. Da mache ich aber auf jeden Fall nochmal ein extra Video dazu. Damit die Füße warm bleiben, so ja, Überzieher, so Wollschuhe, die ich mir damals mal in Nepal gekauft. Also da ich in Nepal, da hätte ich mal 100 Paar von kaufen sollen, weil die sind so toll und so warm und so angenehm. Naja, schöne Sachen. So, da oben in der Ecke, das ist meine Regenjacke, die ich mir in Braunschweig gekauft habe, weil nämlich die Regenjacke, die da drunter liegt, das ist ein Poncho, den ich mir in Berlin gekauft habe. Das ist ein super Poncho für, um durch die Gegend zu laufen, aber der ist komplett ungeeignet, um damit Rad zu fahren. Ich habe den irgendwie beim Stadler gekauft, was hier so ein riesen Fahrradladen ist. Und ja, also also Poncho kann man beim Radfahren komplett vergessen. Also das funktioniert mit Langstreckefahren und Schnellfahren und dann dem Lenker und das dazu noch Regen. Und dann hat man da spannt man da quasi so ein Segel auf, wo man dann das man dann dem Regen entgegensetzt. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wohingegen die Regenjacke von Wouda einfach mega super war. Es ist halt eine normale Jacke, die man anzieht, wo man einfach auch noch gut gesehen wird, wo so eine Leuchtstreifen dran sind, die so, wie nennt sich das, atmungsaktiv, also man schwitzt da wenig drin. Und das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die zu haben, auch wenn ich relativ wenig Regen hatte. Aber bei den Tagen, wo es dann mal geregnet hat, konnte ich halt einfach wirklich 6 Stunden im Regen mit der Jacke fahren und war da drunter. Naja, nicht nasser, als ich normalerweise werden würde vom Schweiß, aber auf jeden Fall ist gar kein Regen durchgekommen. Daneben, das Schwarze hier ist meine Regenhose, mit der ich auch super zufrieden bin, weil die einfach schön am Körper anliegt und auch eben so windfaktormäßig und so überhaupt nicht stört. Und aber dadurch, dass es eben so wenig geregnet hat, hatte ich die halt auch wenig ausprobiert. Aber wenn Regenhose, dann auf jeden Fall die. Tja, hier steht ein Schild. 400 € in bar, das darf man natürlich, darf ich nicht vergessen. Das ist das, was ich dabei hatte, für den Fall, dass mal die Karte nicht funktioniert hat. Und die liegt auf meinen Regenschuhen. Das sind so Regenüberzieher für meine Clicky-Schuhe, die da drunter sind. Und das ist beides von Shimano. Das sind hier so extra Fahrradschuhe, die unten so einen Einklickmechanismus für SPD-Pedale haben. Und sagen wir es mal so, bin viel auch mit diesen Überziehern gelaufen. Also, weil immer wenn es dann ein krasser Berg war und es war schlechtes Wetter, dann musste man halt schieben und dann konnte ich aber die Dinger nicht immer ausziehen, also immer aus und an und so, das macht ja keinen Sinn. Und naja, deshalb hatte ich die sozusagen nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Gehen an. Und das ging auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es da noch eine bessere Lösung gibt, aber in jedem Fall ist das Preis-Leistungs-Verhältnis super, weil die halt um die 20 € kosten. Und für die 20 €, da kann man die dann auch mal kaputt latschen. Und naja, ich mache dazu nochmal ein extra Video, wo ich die mal nochmal ganz genau zeige. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die zu holen. Genauso wie diese Schuhe hier, die habe ich mir auf dem Weg gekauft, weil meine anderen Radschuhe einfach, die haben sich aufgelöst. Die hatte ich jetzt 4 Jahre lang überhaupt nicht getragen. Die haben irgendwie nur rumgestanden und dann hat sich der Kunststoff irgendwie ja, aufgelöst. Und dann waren die überhaupt nicht mehr ansatzweise regendicht. Und ja, die habe ich dann weggeschmissen und habe mir dann im Decathlon neue gekauft. Diese Shimano-Schuhe, mit denen, also die super gut am Fuß liegen und die perfekt zum Fahren sind und tolle Schuhe. Ein Schuhanzieher, den ich zu Hause noch rumzuliegen habe, kann ich auf jeden Fall extrem empfehlen, Leute. Nehmt euch einen Schuhanzieher mit, dann müsst ihr nicht immer euch in diese Fahrradschuhe reinquälen, wenn ihr die Fahrradschuhe habt, weil liegen schon extrem eng an. Und das macht das Leben viel einfacher. Da ist mein Brillenetui, wo meine Sonnenbrille drin war. Oder jetzt auch noch gerade drin ist. Ein Gürtel mit Gürtelschnalle.
kleiner Wanderrucksack von Deuter. Also es ist einfach mein normaler Rucksack, wo normalerweise hinten so eine Metallverstärkung drin ist. Und die kann man aber bei Deuter gut rausnehmen. Und dann kann man das Ding super klein machen. Es wiegt auch nicht viel. Und es war halt natürlich immer, wenn ich mal in einem Hostel war oder Couch gesurft habe und wollte noch irgendwie unterwegs sein, dann habe ich den halt einfach ausgepackt, mir mein Zeug reingepackt und konnte halt gut unterwegs sein. Also es war ziemlich optimal. So, hier meine Reiseapotheke, also man sieht nicht alles, aber das war alles in dem Sack, wo das drauf liegt. Deshalb habe ich das jetzt erstmal hier so hingelegt. Ich mache nochmal ein extra Video mit den Supplements und den Sachen, die ich einfach dabei hatte, so zum gesund bleiben und zum gesund werden. Und genau, weiter geht's. Meine Handschuhe, das sind spezielle Handschuhe, also sind noch Fahrradhandschuhe, aber die sind vor allem deshalb speziell, weil die hier so eine Beschichtung haben, die einem das erlaubt, dass man damit einen Tablet-Computer bedienen kann. Und der ist da vorne, das Tablet, aber da komme ich gleich zu. Das ist hier eine Sitzunterlage, die natürlich optimal war, wenn ich irgendwie meine Pause gemacht habe und gekocht habe tagsüber, dann musste ich nicht zwangsläufig mir den saubersten Platz raussuchen zum Sitzen, sondern habe halt einfach das Ding aufgeschlagen und konnte mich dann da gut hinsetzen. Ich weiß, keine Idee, wo ich das mal her habe. Es ist in meinem Bestand seit eh und je. Und ja, na gut, weiter geht's. Hier ist mein Kulturbeutel, meine Waschtasche mit allem, was da so drin ist. Das nehme ich auch gleich nochmal auseinander und ja, und zeige euch mal, was da alles so drin ist. Mein Klozeug, also Feuchttücher, Toilettenpapier, kleine Müllbeutel, 10 Liter Müllbeutel und das Ganze in so einem roten Sack. Da habe ich schon ein Video zugemacht. Und ja, wenn man wild campen geht, dann sollte man quasi so ein Set einfach dabei haben, damit man seine Hinterlassenschaften vernünftig entsorgen kann. So, weiter geht's. Da ist meine Powerbank mit irgendwie 23.000 mAh. Ladekabel plus Ladegerät, eine Lampe, eine Stirnlampe, mein MP3-Player in Tasche plus Kopfhörer, also das liegt alles da. Und dahinter das ist ein Solarkollektor. Das heißt irgendwie, die heißt Big Blue Solar Charger. Also damit habe ich das tatsächlich geschafft, dass ich mit meiner Powerbank und allem dem, was ich so gefilmt habe, nie keinen Strom mehr hatte. Also die habe ich halt einmal voll aufgeladen, dann habe ich die halt jeden Tag mit der Powerbank nachgeladen und am Ende des Tages war die tatsächlich dann auch immer wieder voll. Also ich habe nie mehr verbraucht, als ich tagsüber geladen habe und dann halt nachts habe ich halt mit der Powerbank mein Tablet wieder aufgeladen, beziehungsweise meine Kamera oder mein Handy, was ich immer bei hatte. Und ja, also das ist sehr toll, mache ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu. Dann haben wir hier mein Fahrradschloss, Kettenöl, das ganze Werkzeug, also da in der roten Tasche ist so ein Werkzeug-Konglomerat, mache ich auch nochmal ein Video zu. Mein Taschenmesser, da gibt es schon ein Video zu. Imbusschlüssel und ein Werkzeug, was ich auf dem Weg gefunden habe, was ich als Hammer im Grunde genommen hauptsächlich benutzt habe. Und das ist quasi das einzige Werkzeug, was ich auf jeden Fall das nächste Mal mitnehmen würde. So ein Mini-Hammer-Axt-Kombination. Da gibt es irgendwie echt gute Sachen, die irgendwie so einen Kunststoffgriff haben und deshalb nicht schwer sind, aber einfach einen guten, wo die eigentliche Axt und der Hammer einfach mit da so 300, 400 Gramm einfach absolut hilfreich sind, wenn es darum geht, so Heringe im Zelt einzuschlagen und so. Ja, naja, das habe ich nicht dabei gehabt anstelle dessen, weil, wie gesagt, das habe ich auf der Straße gefunden und mache ich aber nochmal ein Video dazu. Darunter ist die Tasche mit all dem Kleinkram, was ich dabei habe, die ich auch nochmal auseinandernehme. Und hier ist meine Lenkertasche. Die ist so eine Ortlieb-Tasche, die hier oben so ein Fenster hat, wo man dann sein Smartphone reintun kann und das dann auch noch bedienen kann. Also eine sehr geile Nummer. Und das war dann da oben am Lenker dran.
Der Helm, mit dem ich zwar super zufrieden bin, also der Helm mega bequem und so, der hat er irgendwie bei der Stiftung Warentest, hat er auch irgendwie die Preise gewonnen, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, beste Qualität und so. Ich würde ihn trotzdem nicht nochmal mitnehmen, weil wenn man so viele Kilometer fährt, ich fahre vorsichtig. Letztlich hat es mich einfach generell genervt, einen Fahrradhelm auf dem Kopf zu haben. Naja, es gibt ja viele Leute, die der Meinung sind, dass man auf jeden Fall mit dem Fahrradhelm unterwegs sind. Da gibt es tatsächlich war mir gar nicht so klar, eine Kontroverse darum, ob Fahrradhelme tatsächlich so gesund sind, weil die erhöhen irgendwie den Kopfumfang und dann, wenn man dann damit hinfällt, kann man da durchaus größere Schäden durch Hebelwirkungen an seinem Rückgrat erzielen, als die man irgendwie hätte, wenn man den Helm nicht auf hat. Naja, aber in die Debatte will ich jetzt gar nicht einsteigen. Ich kann nur sagen, ich hab den Helm den letzten Monat überhaupt nicht mehr aufgehabt und war super zufrieden damit, nicht den Helm mehr zu tragen, auch wenn der super bequem war. Ja, so viel dazu. Wanderstiefel? Tja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, das Blöde ist, es gibt Wanderstiefel, gibt es nicht mit diesen Clickies. Zumindest habe ich keine gefunden, also mit so SPD-Pedalen, damit man dann da am Fahrrad die Dinger hier so einklicken kann. Ne? Das wäre natürlich die geile Kombination. Also es sind meine Meindl-Wanderschuhe, mit denen ich seit vielen Jahren sehr zufrieden bin. Und die hatte ich halt beides halt super extra Gepäck, aber ich war halt zwischendurch immer mal wieder wandern und einfach unterwegs, wenn man irgendwo in der Stadt mal angekommen ist. Dann laufe ich natürlich lieber mit so einen Stiefeln mehrere Kilometer durch die Stadt als mit so Fahrradschuhen. Also die Fahrradschuhe sind halt zum Fahrradfahren da und man kann damit auch laufen, aber naja, also hauptsächlich sind die dazu da, um damit Fahrrad zu fahren. So, naja, also so ein bisschen Pest und Cholera. Also entweder man hat die Schuhe nicht dabei und muss dann die ganze Zeit mit den Fahrradschuhen durch die Gegend laufen, oder man hat sie dabei und hat dann halt einfach ewig viel mehr Gewicht. Also, tja, wie gesagt, die Wahl zwischen zwei Übeln. Ich habe mich dafür entschlossen, sie mitzunehmen, würde es, denke ich, wieder tun, damit ich einfach den Luxus habe, wandern zu gehen in richtig guten Schuhen. So, dann habe ich hier in diesem Ding, das ist der Eagle Creek, tja, wie heißt das Ding genau? So ein Packsystem. Ich mache da nochmal ein Video zu, aber hier sind meine kompletten Klamotten drin, alles, was ich dabei habe. Ich packe das gleich mal aus, damit ihr mal sehen könnt, was da eigentlich so drin ist. Dann sind hier noch meine beiden Seitentaschen, auch Ortlieb-Taschen, Ortlieb City. Ganz einfache, also die sind eigentlich nicht dafür vorgesehen, dass man damit lange Fahrradreisen macht, aber dadurch, dass ich den Anhänger hatte, habe ich halt nur die gebraucht und nicht die anderen. Also die etwas professionelleren, wo man noch irgendwie noch mal so Grote und Strapse da irgendwie so dran machen kann. Das geht hier bei denen nicht, aber dafür waren die halt auch ziemlich billig. Also die haben irgendwie für zwei Stück 60 Euro oder so gekostet und die anderen, die eher fürs Fahrrad ausgelegt sind, sind halt nochmal ein gutes Stück teurer. Also für mich haben sie komplett ausgereicht. Ja, jetzt habe ich eigentlich fast alles schon, bin ich schon mit fast allem durch. Mal abgesehen von dem hier. Das sind meine Beutelchen, mit denen ich quasi alles so schön sortiert habe, damit ich es in der Tasche gut finden kann. Also alles, was jetzt hier so rumliegt, habe ich nicht einfach so in die Tasche geschmissen, sondern es war verteilt in diesen Beuteln und in dieser Tasche hier. Also hier war zum Beispiel mein Ausweis und mein Geld drin. Und der unterste Sack, das ist der größte, das ist der einfach für die Dreckwäsche gewesen. Also das kann man ganz schnell mal vergessen, sowas mitzunehmen, aber das erleichtert das Leben doch deutlich, wenn man einfach weiß, Dreckwäsche wegtun, einfach rein in den Beutel und gut ist. Ja, das ist mein Fahrrad hier noch. Also das ist der Bob Jack-Anhänger, so heißt das Ding. Genau, und das ist ein Fahrrad von der Firma Globus. Das ist eine Fahrradmanufaktur. Das Fahrrad habe ich mir komplett zusammenstellen lassen, bevor ich losgefahren bin. Ich war in Europa super zufrieden damit, als es dann nach Marokko rüberging und ich viel extrem beschissene Straßen hatte, war ich nicht mehr zufrieden mit dem Fahrrad.
Und da mache ich aber auch nochmal ein Video, warum das Fahrrad zwar das geilste Fahrrad der Welt ist und gleichzeitig aber auch total beschissen ist. Und ja, weshalb ich hier mich freue, das jetzt in der Stadt zu haben und weshalb ich damit auf Dreckstraßen in Marokko mit ganz viel Gepäck einfach nicht mehr fahren würde, sondern da eine andere Konfiguration wählen würde. Aber wie gesagt, da mache ich mal ein ausführliches Video zu. Jetzt habt ihr hier erstmal alles gesehen. Und jetzt werde ich mal die Teile auseinandernehmen und dann nochmal da ins Detail gehen, damit ihr mal sehen könnt, was wo drin ist. Ja, jetzt geht es mal um meine Waschtasche, um meinen Kulturbeutel oder wie auch immer man es nennt. Ja, fangen wir mal hier unten an. Babypuder dabei gehabt, für den Fall, dass ich mich irgendwo mal wundscheure. Babypuder kann ich immer nur empfehlen. Ich habe es nicht gebraucht, aber eben für den Fall, dass man sich irgendwas aufscheuert, auch beim Wandern oder so, kann ich immer nur empfehlen, es dabei zu haben. Dann meine Tageskontaktlinsen. Da hatte ich natürlich noch mehr davon bei gehabt, aber die habe ich eben auch nicht immer benutzt und deshalb bin ich mit vielen von denen wieder nach Hause gekommen. Eine Notfallration, ja, Taschentücher. Also man weiß ja nie, wenn man mal Klopapier braucht oder irgendwie so und dann mit einmal gibt es keins mehr. Das hier sind Hygienetandtücher um die Hände sauber zu machen. Und sind natürlich vor allem deshalb praktisch gewesen, wenn ich mal am Fahrrad was machen musste, dann konnte ich da schnell was mit meinen Händen danach wieder sauber machen, ne? Und direkt daneben einen Hygienespray, ich glaube auf Alkoholbasis, also auch optimal, um sich die Hände zu desinfizieren, bevor man isst und bevor man was kocht. Also da, das will ich nicht gemisst haben. Daneben natürlich meine Zahnbürste und die bessere Alternative meiner Meinung nach zur Zahnseide. Also das sind hier so eine Teile, wo hier im Grunde genommen die Zahnseide eingespannt ist. Hier unten hat man was, womit man sich noch Sachen aus den Zähnen pulen kann. Habe ich ein paar von bei gehabt, wiegt nichts und kann ich auf jeden Fall immer empfehlen, es dabei zu haben. Meine gute alte Bio-Zahnpasta, die ich auch nicht gemisst haben will. Und natürlich das Ganze innerhalb von meinem Jack Wolfskin, ja, in meiner Jack Wolfskin-Tasche. Hier war früher mal ein Spiegel dran, aber die ist jetzt mittlerweile schon auf diese 10 Jahre alte Tasche. Deshalb hat es den mal irgendwann zerlegt. Das Coole an diesen Taschen ist, dass man die aufhängen kann. Also die kann man einfach irgendwo hinhängen. Ist jetzt für eine Fahrradreise nicht so richtig mega praktisch, weil da hat man ja nicht so viel, wo man was aufhängen kann. Also außer vielleicht im Zelt oder so. Aber normalerweise putzt man sich die Zähne ja nicht im Zelt. Und ja, dann versucht man das irgendwie so ans Fahrrad ranzuhängen, aber dann hängt es irgendwie relativ weit runter. Also es gibt noch eine andere Tasche von Jack Wolfskin. Die hat unten eher so einen Korpus, der einfach richtig steht. Die kann man auch aufhängen, aber die, naja, die ist halt nicht so flach wie die hier. Geht zwar ein bisschen Platz verloren, aber ist eventuell für so Freiland unterwegs sein praktischer. Man kann die halt irgendwie gut zusammenrollen, das ist das Praktische dabei. Man macht halt alles rein, rollt die zusammen und dann ist es gut. Ohrenstöpsel, da hatte ich mehrere Paar von dabei gehabt. Hier habe ich immer ein Ersatzpaar in der Tasche noch gehabt für den Fall, dass die verloren gehen. Eine super geile Wäscheleine. Also die ist einfach hier, die hat halt zwei so eine Karabinerhaken. Und dann, wenn man das halt so aufhängt, dann macht man die Wäsche im Grunde genommen hier so dazwischen. Also da, wo jetzt mein Finger dazwischen ist, ne? Und braucht keine Wäscheklammern und da fliegt auch nichts weg. Also eine super tolle Sache habe ich ich glaube in Salamanca oder so, da habe ich mal ein Video davon gemacht, kann ich ja mal ein Bild einblenden. Also begleitet mich seit Jahren, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich die zu holen. Ich habe es so vom Globetrotter, gibt es aber vielleicht irgendwo anders auch noch. Daneben eine Waschlotion, ich glaube, ich hatte Waschnuss drin, also zum Haare waschen und generell zum Waschen. Sehr praktisch. Kondome natürlich, darüber das ist ein Geschirrspülmittel, was biologisch abbaubar ist, weil ich ja meine Töpfe auch irgendwie immer in der Natur abgewaschen habe.
und die Natur dann nicht weiter damit belasten wollte. Also ökologisch abbaubares Waschmittel, hochkonzentriert. Also da hält so eine kleine Flasche, braucht man einfach einen Tropfen und dann kann man damit super seinen Topf und seine Messer und Gabel alles sauber machen und es verbraucht sich einfach nicht. Es hält und hält und hält und ich weiß noch, dass sie im Aussteigerladen gesagt haben, ja, für 2 Wochen, also ich habe es jetzt 3 Monate benutzt und es ist immer noch mächtig gewaltig viel drin. Dann natürlich mein Rasierer, den ich allerdings, glaube ich, nur einmal benutzt habe, weil ich habe gar keinen Rasierschaum dabei gehabt. Also wenn ihr einen Rasierer mitnimmt, müsst ihr natürlich auch Rasierschaum mitnehmen oder ihr könnt euch das Ganze sparen. Und last but not least, mein Travel Towel, also Travel Handtuch. Und das hält eine Erfindung, die ich sehr zu schätzen weiß und die jeder von euch irgendwie haben sollte. Es ist halt einfach ein ganz kleines, praktisches Handtuch, was ganz dünn ist, ne? Also ganz feines Material, so fühlt sich ein bisschen an wie Seide, ist aber nicht Seide, sondern Mikrofaser. Und ich glaube, die Firma heißt Pocket Towel. Und genau, da steht jetzt auch nochmal Mikrofaser. Und das faltet sich halt super zusammen. Das macht man dann halt hier so in diese Tasche rein und dann ist es extrem platzsparend. Und es ist halt super, es saugt halt super viel Flüssigkeit auf. Also das kleine Handtuch reicht locker, um sich damit einmal komplett den Körper abzutrocknen. Und trocknet dann halt innerhalb von einer halben Stunde oder so, wenn es. Also es ist einfach super, super schnell trocken. Man kann es sich irgendwie hinten auf den Fahrrad, aufs Fahrrad tun. Und dann ist es dann einfach schon ratzbatz wieder trocken. Und wenn man es sauber machen will, dann wäscht man es halt einmal kurz aus, wringt es aus und die Mikrofasern geben den Dreck wieder frei. Falls man überhaupt Dreck dran hat, geht ja eher darum, um den gewaschenen Körperteile wieder trocken zu bekommen. Naja, also geile Sache, so ein Travel Towel. Und ja, das ist das, was in meinem Kulturbeutel war. Okay, jetzt geht es mal um das Werkzeug, was ich dabei hatte auf meiner Reise. Habe ich euch mal hier alles so schön hingelegt und ich denke, für eine längere Fahrradtour ist das eigentlich auch alles, was man an Werkzeug braucht. Vielleicht mal abgesehen von einem Hammer. Und da fange ich gleich mal mit dem ersten Werkzeug hier an, den hier nehme ich. Das ist eine Universaltour für eine bestimmte Art von Muttern, was ich hier in Deutschland auch habe und auch regelmäßig brauche, vor allem an älteren Fahrrädern ist das zu finden. Und das habe ich auf der Straße gefunden und habe es dann als Hammer benutzt für den Rest der Reise. Es war leider relativ schwer und es war auch nicht so gut wie ein Hammer, aber da ich eben keinen Hammer dabei hatte und die Zeltheringe nicht immer einfach in den Boden reingingen, habe ich beschlossen, das eben mitzunehmen und hat mir gute Dienste geleistet, aber das nächste Mal ein echter Hammer. Ja, dann Imbusschlüssel, alle Größen, die irgendwie am Fahrrad vorhanden sind oder beziehungsweise alle Imbuss-Sorten, die man so mitnimmt. Also wo man Schrauben irgendwie hat, die ja am Equipment da dran sind, sollte man dabei haben, wiegt nicht viel. Was ich leider vergessen habe, war der Achter hier. Das ist nämlich der, mit dem man die Schraube von den Pedalen abmacht und die musste ich halt abmachen für den Transport im Flugzeug und naja, musste ich mir jetzt nochmal so ein komplettes Set am Abreiseort kaufen und naja, das war auf jeden Fall ungünstig, aber also im Grunde genommen, wenn ihr hier einmal so ein Set habt, dann seid ihr gut dabei. Ist auch eigentlich gut organisiert, wenn es in so einem naja, hier in so einem Plastikhalter drin ist, weil da kann es nicht so leicht rausfallen und es ist gut organisiert und passt an und für sich eigentlich auch überall rein. Also hier so irgendwie schräg wird man es dann da reinzimmern können. Das ist die Tasche gewesen, in dem ich all mein Werkzeug transportiert habe, mal abgesehen von meinem Hammerersatz und dem Multitool, was da oben in der Ecke ist. Also das ist das Multitool. Das habe ich in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Und sehr praktisch, habe es ganz oft benutzt und was halt sehr geil an dem Multitool ist, ist, dass das eine Ratsche hat. Also hier ist eine kleine Ratsche da dran und und die Ratsche erlaubt einem das halt, dass ich mit einem Adapter, dem hier, auch noch so Nüsse ansetzen kann, um einfach meine Muttern festzuschrauben, die ich auch am Rad habe. Und
falls es mal zwei Muttern gibt, also eine Mutter und einen Schraubenkopf, der aber einen Sechskant ist, dann dafür habe ich halt die Schraubenschlüssel, die kleinsten, die ich finden konnte, also die von der Länge her die kleinsten waren und zwar von der Größe 6 bis zur Größe 13. Das waren eigentlich fast alle Schrauben, die ich hatte, mal abgesehen von einer Radnabenschraube, die eine 17er gewesen wäre. Hatte ich nicht gehabt, also habe ich sie auch, habe ich sie dann einfach so gelassen, wie sie war. Und also ich würd wahrscheinlich das nächste Mal noch einen 15er, 16er, also 14er, 15er und 16er, 17er Schlüssel mitnehmen. Das hätte das bisschen mehr Gewicht wäre schon sinnvoll gewesen. Ein Flickset, was ich auch benutzt habe, um einmal den Schlauch von meinem Anhänger zu flicken. Und da steht, dass es in einer Minute fertig ist und das war es dann auch. Und ich konnte es echt nicht glauben, dass dass der Schlauch danach hält, aber er hat wunderbar gehalten. Und ja, tatsächlich musste ich danach nicht nochmal nachflicken, also auf jeden Fall mitnehmen. Sekundenkleber kann man immer gebrauchen, wobei man Sekundenkleber auch überall kaufen kann. Aber den dabei zu haben, kann nie schaden. Für den Fall, dass ich lose Speichen bekomme oder meine Speiche auswechseln muss, habe ich noch einen Speichenspanner mitgenommen, den ich aber auch nie benutzt habe. Hier, ich habe das in meinem Werkzeugkoffer gehabt, weil das hier so ein bisschen scharfkantig ist. Es ist aber eigentlich ein Büchsenöffner. Und also ist eine ganz einfache Erfindung hier mit so einer kleinen Nase, die man dann in die Büchse reinsteckt und dann kann man die so aufhebeln. Also es funktioniert super, hat irgendwie, kostet im Outdoor-Laden 50 Cent oder so. Ist eine geile Erfindung. Dann Nadel und Faden, also die Nadel einfach hier in den Zwirn mit reingemacht und einen Auftrenner, falls man mal was reparieren muss. Also ich musste tatsächlich mal meine Socken flicken und also diese Schuhe, mit denen ich nachts oft schlafe, also diese nepalesischen Wollsocken, Schuhe und da muss ich vorher eine Naht auftrennen, damit ich das gut nähen kann. Ja, also so ein Nahtauftrenner ist auf jeden Fall gut. Fast das Wichtigste, würde ich fast sagen, sind die Handschuhe, weil immer wenn man am Fahrrad was macht, hat man halt innerhalb kürzester Zeit super dreckige Hände. Und wenn man halt unterwegs ist und kann sich nicht akkurat die Hände waschen, also mit irgendwie Scheuermilch und allem, was man so braucht, um einfach Schmiere von den Händen wieder abzubekommen, macht es natürlich total Sinn, Handschuhe dabei zu haben, dann bleibt der Dreck an den Handschuhen und man zieht die aus und alles ist gut. Und das, wie gesagt, das alles hier, das hat hier reingepasst und eben mal abgesehen vom Multitool. Ja, also jetzt wisst ihr, was ich mitgenommen habe und was eventuell noch fehlt. Ah ja, hier. Also das habe ich auch nicht benutzt, weil, oder doch, genau, ich habe einmal, als ich den, also das ist ein Mantelabheber, mit dem man den Mantel von der Felge runterhebt. Genau, doch, gleich das benutzen, zwar als ich den Anhängerreifen gepflegt habe. Ja, genau, habt ihr alles gesehen. Ich denke, wie gesagt, mal abgesehen von den zwei größeren Schlüsseln, Schraubenschlüsseln und von dem Hammer, habe ich eigentlich alles dabei gehabt. Und ja, jetzt kennt ihr das. So, jetzt geht es um das Material, was ich dabei hatte. Und zwar hat das alles hier in diese Tasche reingepasst. Natürlich. Als allererstes Fahrradschläuche, also ein Ersatzfahrradschlauch für das Vorder- bzw. Hinterrad vom Fahrrad und ein Ersatzschlauch vom Anhänger, den ich blöderweise gar nicht von Anfang an dabei hatte, sondern den habe ich mir dann unterwegs gekauft und zwar auch erst nachdem ich den Platten am Anhänger hatte. Und dann konnte ich den aber glücklich und erfolgreich flicken. Und habe dann den Schlauch einfach weiter mitgenommen. Man weiß ja nie, was passiert. Und ja, denke ich, sollte man einfach bei haben. Genauso wie Speichen, weil wenn man im Offroad-Gelände unterwegs ist, dann kann es halt schon passieren, dass einem mal so eine Speiche wegknallt. Und da macht es dann Sinn, wenn man Ersatzspeichen dabei hat. Ich habe jetzt in dem Fall sechs verschiedene Speichen dabei, weil ich drei verschiedene Speichenlängen habe. Und genau, da hätte ich mir quasi jede Speiche einmal, zweimal ersetzen können, jeden Speichentyp.
Diesen Edding hier, den hatte ich dabei, weil man ja immer mal wieder im Hostel ist und erfahrungsgemäß im Hostel, wenn man sein Essen in den Kühlschrank tut, das in der Regel beschriften soll und dann da keine Stifte da sind. Das war eigentlich der Hauptgrund, aber man weiß halt nie, wofür man mal einen Edding gebrauchen kann. Also den würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder mitnehmen, genauso wie einen ganz normalen Kugelschreiber, den kann man auch mal wieder gebrauchen. Das Ding hier ist das ist an der Sattelstütze vom Fahrrad dran. Und wenn man erstmal losfährt, dann probiert man ja mal ein bisschen rum, was das eigentlich jetzt so für Langstrecken so die optimale Sattelhöhe. Und dann schraube ich das, habe ich das halt immer wieder auf und zugeschraubt. Und dann ist halt nach dem fünften Mal oder so, ist dann das Ding einfach in der Mitte zerbrochen. Und naja, es war scheiße, weil ich dann halt bis zum nächsten Fahrradladen irgendwie weiter musste, ohne dass mein Sattel richtig befestigt war. Und dann habe ich halt gleich zwei von den Dingern gekauft und eine angebaut und das Ersatzteil, weil ich dachte, bevor es nochmal kaputt geht auf dem Weg, wenn ich es nochmal justieren muss, nehme ich lieber das nochmal mit. Das hat auch nicht viel gekostet, irgendwie 3 € oder so, insofern passt das schon. Das hier ist für mein Wautemark 2-Zelt. Für den Fall, dass da die Zeltstange mal bricht, haben sie einem hier so ein Notfallreparatur-Set-Stange mitgegeben. Die schiebt man dann da quasi drauf, klebt die mit Gafferband fest und dann kann man da weiter mit unterwegs sein, bis man die Stange dann mal irgendwann professionell ersetzt durch eine neue. Hier ist nochmal ein Flickset. Da hatte ich zwei von bei gehabt. Das eine in dieser Permanent-Tasche, die in meinem Großgepäck drin war, am Anhänger, wo ich nicht ohne weiteres rangekommen bin. Dann noch ein zweites Flickset in meiner Lenkertasche zusammen mit dem restlichen Werkzeug. Ja, ich hatte keine Idee, wie oft es vorkommen könnte, dass ich mein Rad flicken muss. Aber am Rad ist ja tatsächlich nicht einmal in den 4000 Kilometern was platt gegangen. Insofern, toi, 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 hoffentlich bleibt es so. Dann natürlich zwei große Batterien und drei kleine. Das sind einfach so die Geräte, die man so dabei hat, ne? Für die sollte man Ersatzbatterien haben. Kann man auch kaufen, aber es ist natürlich schön, wenn man sie dann direkt zur Hand hat und nicht sich noch einen Laden suchen muss, wenn man dann festgestellt hat, ah, jetzt sind die Batterien alle. Natürlich auch immer praktisch ein Feuerzeug, um den Gaskocher anzumachen, da hier auch zwei von bei gehabt. Einer ist direkt bei dem Gaskocher mit dabei und eins jetzt hier als Ersatzfeuerzeug. Dann einen Kabelbinder, für welche Fälle man auch immer einen Kabelbinder braucht. Genauso wie hier so ein anderes Band, womit man einfach Sachen zusammenbinden kann. Ein Schlüsselring, um ja immer den Fahrradschlüssel mal irgendwo festmachen zu können. Und eine Ersatzbrille. Und ja, ich dachte, wenn mir die Brille auf dem Unterwegs mal kaputt geht oder ich die mal verliere, dann wäre es ja ziemlich scheiße, wenn ich keine Ersatzbrille habe. Und da habe ich jetzt einfach eine ganz olle von mir genommen, die ich mir mal vor einigen Jahren kaputt gemacht habe beim Schweißen. Da sind mächtig Schweißspritzer irgendwie da dran. Aber ich dachte, fürs Radfahren ist es jetzt hier gut genug. Ja, das ist das Material, was ich dabei hatte. Kann man sicherlich noch mehr Sachen mitnehmen. Kann man sicherlich auch noch weniger Sachen mitnehmen, also das Flickset hier hätte ich mir sparen können. Und ja, so viel dazu. Meine Reiseapotheke, die ich auf meiner 4 Kilometer Fahrradreise dabei hatte, sah also wie folgt aus. Also erstmal natürlich eine wasserdichte Tasche von Ortlieb. Wenn man die hier so zumacht, dann kommt da kein Wasser und keine Luftfeuchtigkeit und nichts rein. Also super, ist auch wasserdicht, kann man tatsächlich unter Wasser nehmen. Und ja, da habe ich alles drin gehabt. Für den Notfall eine Wärmedecke, also so eine Wärmeunterlage, die man dann, damit man von der Bodenkälte isoliert ist. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Die hatte ich auf jeden Fall dabei. Vitamin B-Komplex, ein Multivitaminpräparat, was Veg One heißt. Ist eigentlich für Veganer, aber da sind eigentlich alle Vitamine drin, die man im Allgemeinen so braucht. Aber Vitamin B habe ich nochmal separat mitgenommen, weil das einfach auf so einer großen Radtour, da verbraucht man einfach viel davon. Ne? Dann Magnesium-Tabletten, also wenn man seine Muskeln immer fleißig anstrengt, dann ist Magnesium auch immer gefragt. Ich habe natürlich auch super viel Bananen gegessen, aber ja,
Das Sublimieren vom Magnesium habe ich mir nicht nehmen lassen. Das Risiko wollte ich nicht eingehen, dass ich da irgendwelche Krämpfe bekomme. Rechts daneben sind Eisentabletten, die habe ich auch dabei gehabt. Das, was ihr hier seht, ist jetzt quasi der letzte Rest vom Schützenfest. Den Rest habe ich ja schon verbraucht, aber das ist jetzt quasi mal so ein Auszug aus dem, was ich alles dabei hatte. Und da rechts daneben die Dinger in Blau, das sind ACC akut, also es ist gegen Erkältung und musste ich aber zum Glück auch nicht einmal nehmen, denn ich bin die ganze Zeit auf der Reise gesund geblieben. Hier hatte ich noch einen Rest von der Wund- und Heilsalbe, was ich mitgenommen habe, was ich zum Glück auch nicht brauchte, genauso wie Paracetamol. Sollte man, denke ich, dabei haben für den Fall, dass man, wenn man Fieber bekommt oder irgendwie so, aber auch das habe ich nicht gebraucht. Die hier hingegen habe ich relativ viel benutzt. Das sind Elektrolyt, das sind Elektrolytpulver. Das schüttet man, gibt es in der Apotheke, schüttet man in Wasser, löst es ein bisschen auf und dann trinkt man es und dann ist man wieder fit für den nächsten Tag. Ich habe in der Regel bin ich so Fahrrad gefahren, dass ich nicht besonders viel geschwitzt habe. Das stellt sich irgendwie so nach einer Zeit ein, dass man sich so ein Tempo und so ein Kraftaufwand, dass man sich da einpendelt, dass man im Grunde genommen gar nicht großartig schwitzt, das heißt, man geht in die Berge. Und an den Tagen, an denen ich nicht geschwitzt habe, habe ich es halt nicht gebraucht. Ne? An den Tagen, wo ich in den Bergen war und geschwitzt habe wie ein Schwein, dann natürlich habe ich mir auf jeden Fall so ein Ding reingezogen. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass mein Calciumvorrat, weil ich ja kein Kalzium auf der Reise zu mir nehme, kein Käse und so weiter und keine Milch. Und weil die Kalzium-Sojamilch oder Mandelmilch-Produkte einfach A, teuer sind und B, einfach auch das wieder Gewicht ist, was man zusätzlich transportieren muss. Ne? Also ich habe ja viel Wasser dabei gehabt, aber wenn man jetzt immer noch eine Sojamilch oder irgendwie so mitschleppt, das ist halt wieder ein Kilo mehr. Und genau, dann habe ich halt beschlossen, einfach Kalziumtabletten einzukaufen und die dabei zu haben. Hier für den allergrößten Notfall sind es noch Durchfalltabletten, die sind in meiner Hausapotheke sowieso immer drin und die habe ich dann einfach geschnappt. Habe ich auch nicht gebraucht. Und was ich allerdings gebraucht habe, habe ich dann noch was auf dem Weg gekauft, sind Pflaster, denn ich habe mir mehrfach die Hand verletzt. Also irgendwelche kleinen Schnittwunden an den Fingern. Und ja, da Pflaster auf jeden Fall, warum ich das vergessen habe, das vorher einzupacken, weiß ich gar nicht. Aber Pflaster sind extrem sinnvoll. Ja, soweit zu meiner Reiseapotheke. Jetzt geht's um den Eagle Creek Packet. Das ist der Behälter, in dem ich alle meine Klamotten dabei hatte. Und das Ding ist so geil, also ohne das würde ich nie wieder verreisen und ich weiß gar nicht, wie ich damit vorher verreist, also ohne das Ding früher verreist bin. Ich mach's mal auf. Und zwar ist einfach wie ein kleiner Koffer aus Stoff, wo man einfach alles super, mega praktisch drin verpacken kann. Fangen wir mal an. Ich habe hier oben natürlich meine Schlafmaske, also ohne die wäre nichts gegangen. Und meine beiden Ohrenstöpsel, also die will ich auf jeden Fall nicht gemisst haben. War ganz wichtig. Und dann habe ich hier mein ganzes Zeug drin, also meine Radfahrhose. Ein T-Shirt für den Fall, dass man mal irgendwo unterwegs ist. Ein, also das T-Shirt. Dann haben wir hier ein Unterhemd für den Fall, dass mal kälter wird. Das ist eine kurze Hose, die ich, ja, einfach, wenn es warm ist und man einfach durch die Gegend läuft, dass ich einfach auch eine kurze Hose habe und die nicht viel Gewicht und Platz wegnimmt. Das ist einfach so eine Fahrradfahrhose. Aber zum Fahrradfahren selbst habe ich die Hose hier benutzt, weil die einen, die hat so einen Inlay. Also das ist so in Form von einem Sattel und das ist extra gepolstert. Und mit der Hose bin ich unterwegs gewesen. Das ist jetzt vom Style-Faktor her eher nicht das Geilste, ne? So typische Radlerhose. Aber die Hose hat man nicht an, weil man schön aussehen will, sondern weil man bequem fahren will. Und genau, dafür hatte ich die. Dann für den Fall, dass ich unterwegs mal ausgehe, was ja auch mehrfach passiert ist, ein Oberhemd und eine ganz klassische Hose. Und
Ja, genau. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Dann, wenn man das aufmacht, hatte ich jede Menge Socken dabei. Und ich bin mir im Nachhinein nicht sicher, ob ich nicht hätte einfach weniger von diesen Socken einfach mitnehmen können. Ich hätte jetzt fünf Paar dabei gehabt, also vier hier drin und dann eins, was ich anhatte. Und das sind meine Unterhosen. Ist übrigens das zum Packen macht sich das wirklich am praktischsten, wenn man das Ganze rollt, ne? Also auch vier Unterhosen dabei gehabt genau, und eine an. Tja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also eigentlich bin ich damit glücklich, aber es gibt so von vielen Leuten, die viel reisen, die sagen immer so dieses Zweierprinzip. Also im Grunde genommen zwei Paar Unterhosen, also zwei Unterhosen, zwei Socken. Zwei Paar Socken und so weiter, von einem zwei Paar. Dass man quasi immer das eine hat man an und das andere wäscht man gerade aus. Tja, also, da spart man auf jeden Fall Platz. Ich habe es aber auf der anderen Seite war ich immer ganz froh, dass ich immer was zum Wechseln hatte, ohne das ständig waschen zu müssen. Dann habe ich hier, das ist ein langärmeliges Fahrradshirt. Davon habe ich gleich zwei dabei gehabt. Hier ist noch das andere. Nee, hier ist das andere, das ist das andere langärmelige. Dann noch ein kurzärmeliges Sportshirt, also was irgendwie schnell, wo man nicht so schwitzt. Und noch ein kurzärmeliges in Rot. Und das ist tatsächlich alles, was ich an Sachen dabei hatte. Ne? Mehr war es nicht. Und. Sehen. Damit kann man auf jeden Fall mehrere Monate unterwegs sein und wie gesagt, da hätte man durchaus noch sparen können. Also ich habe andere Fahrradfahrer getroffen, die haben halt gesagt, die haben halt ein Fahrradhemd dabei und eins zum Wechseln. Die haben halt wirklich von allem zwei dabei gehabt und die haben halt keine Ausgehuniform dabei gehabt, ne? Keine lange Hose, kein Oberhemd und so, keine kurze Hose für den Stadtbummel in Wärme. Sondern die haben halt alles immer in ihrer Fahrradmontur gemacht. Da kann man auf jeden Fall nochmal Kilos sparen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kilos sparen. Aber, also ich will das Ding hier wirklich nochmal präsentieren, weil, also es ist halt wirklich so genial. Man kann alles, was man hier reinmacht, man kann es hier so richtig schön reinquetschen, kann dann danach diesen Reißverschluss hier zumachen und faltet das dann so zusammen, kann dann im Zweifelsfall hier sogar noch was dazwischen tun, Buch oder irgendwie so. Und das macht das Ganze super kompakt und man verschwendet einfach keinen Platz. Also wenn man so seine Klamotten, wie ich es früher hatte, in Säcken hat, dann stopft man halt die Säcke so ineinander und dann ist da aber immer noch Luft und Hohlraum dazwischen. Und das passiert halt hier nicht. Das hier ist der Platz einfach wirklich optimal genutzt. Und zwei von diesen Teilen sind ungefähr so ziemlich genau so groß wie ein Handgepäck, was man ins Flugzeug mitnehmen kann. Das heißt, wenn man da jetzt noch den passenden Koffer zu hat, dann kann man zwei von denen nebeneinander, also übereinander machen und das Ganze dann auf dem Rucksack ins Flugzeug tun und spart sich dann das Aufgabegepäck. Also, und man muss ja da nicht Klamotten reinmachen, man kann ja da im Grunde genommen alles Mögliche reinmachen und dadurch, dass es das halt diese Unterteilung da gibt, findet man halt alles immer super schnell wieder. Also, Eagle Creek Packet heißt das Teil. Und ich habe selber auch bei einem amerikanischen YouTuber gesehen, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und das will ich auf jeden Fall. Also, wenn ich irgendwas wieder mitnehmen würde auf der Reise, dann auf jeden Fall das hier. So, ja. So viel zu den Sachen, die ich, zu den Klamotten, die ich dabei hatte. Okay, jetzt habt ihr alles gesehen, ich habe alles auseinandergenommen mal für euch, was ich mit dabei hatte, also von meinem Fahrrad über die Klamotten, die da noch aufgestapelt liegen, bis hin zu all dem anderen Kram, was ich jetzt hier erstmal in der Ecke geräumt habe und jetzt mich schon darauf freue, das zu seinen angestammten Orten zu bringen. Und ja, ich habe halt, wie gesagt, unter dem Video eine lange Liste, wo detailliert alles aufgelistet ist, was ich mitgenommen habe. Falls es das irgendwie online zu kaufen gibt, wird es dann daneben noch einen kleinen Link geben, wo ihr sehen könnt,
ja, A, was es kostet und B, euch das sozusagen die einzelnen Sachen nochmal im Detail angucken könnt. Sind ein paar schöne Sachen dabei. Also, wie gesagt, die Schlafmaske und das Eagle Creek Packet kann ich auf jeden Fall immer nur jedem empfehlen, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und ja, für den Fall, dass er das Video in all seiner Länge jetzt gut fandet, dann würde ich mich darüber freuen, wenn er mir einen Like gibt für das Video und gerne auch unterschreiben, weil YouTube hat ja seine Regeln geändert und jetzt braucht man 1000 Abonnenten und 4000 Minuten, die Leute das Material gucken, da werde ich wahrscheinlich nie drauf kommen. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er bei meiner Kanal abonniert und mir immer wieder mal zuguckt, wenn ich wieder so einen Blödsinn mache, wie von Berlin nach Marokko 4000 Kilometer mit dem Rad zu fahren. Bis bald. Ja, und jetzt hatte ich es fast vergessen. Bevor das Video zu Ende ist, zwei Sachen waren in dem Zeug nicht drin, weil ich die regelmäßig immer noch zu Hause benutze und deshalb hatte ich die gar nicht in meinem Equipment mehr zu haben. Und zwar einmal ist es dieser Wollpullover, den ich dabei hatte, das hat mich halt nachts warm gehalten. Und einen schönen warmen Pullover mitzunehmen, kann ich gerade, wenn man in kälteren Regionen und über Berge fährt, sehr empfehlen. Nehmt nicht so ein fettes Wollding mit wie ich, weil das ist einfach super voluminös und schwer. Da gibt es irgendwie geilere Sachen im Autohandel, die den gleichen Wärmeeffekt haben und die sich deutlich kleiner zusammenfalten lassen. Und das Wichtigste, was ich jeden Tag anhatte, von morgens bis abends, war diese Jacke. Das ist eine Windstopperjacke, wo man einfach, also die ist so gegen Niesel ist die, ist, hilft die auch ganz gut. Aber hauptsächlich ist es, dass der Wind einen nicht irgendwie auskühlt. Und das ist eine Baudejacke, die ist irgendwie ziemlich genial, weil du hast hier, kannst du noch ein Portemonnaie oder sowas reinmachen. Ist extra so gemacht, dass man das so als Linkshänder und als Rechtshänder gut aufmachen kann. Und hier hinten hat man noch einen anderen Reißverschluss, den man aufmachen kann, damit man hier gut rausschwitzen kann. Und das ist halt extra so gemacht, dass man hier unten festhalten kann, um den Reißverschluss wieder zuzuziehen. Also ja, guter Formfaktor. Da sieht man halbwegs schlank drin aus. Und ja, das will ich nicht vergessen haben, das euch noch mitzugeben, dass das einfach eine super tolle Jacke ist und dass ihr einfach so eine Windstopperjacke haben solltet. Weil in dem Moment, wo ihr unterwegs seid, wo es ein bisschen kühler wird und der Wind irgendwie euch überall reinkriecht, dann ist so eine Jacke, die hier auch ordentlich abschließt, irgendwie mit dem Hals und so, das ist das Beste, was man haben kann. Okay, viel Spaß und danke, dass ihr mir zugeguckt habt.